Wir starten diesmal auf dem Hockenheimring mit Speed, Formel-1-Sound und heißen Motoren. Motorsportfans kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten, denn am Wochenende können sie diesen historischen Fahrzeugen extrem nahe kommen. Los geht's am Freitag. Zum 14. Mal öffnet die Bosch Hockenheim Historik die Tore für alte klassische Rennfahrzeuge. Die Motorsportveranstaltung soll an den schottischen Formel-1-Weltmeister Jim Clark erinnern, der im April 1968 bei einem Formel-2-Rennen in Hockenheim verstorben ist. Jochen Nerpel weiß, was sie alles bei der Bosch Hockenheim Historik erleben können. Man kann einfach noch sehen, wie die Formel 1 oder die Rennteams generell in der Vergangenheit gearbeitet haben. Man kommt hautnah ran an das Geschehen, das heißt, man hat einen Zugang ins Fahrerlager, auch in die Boxenbereiche und kann natürlich die Fahrer alles fragen, wie sich so ein Fahrzeug fährt, wie das technisch funktioniert. Also das ist eine sehr offene Veranstaltung für den Besucher. Na dann, Motoren starten und ab geht's. Wenn Ihnen das jetzt zu laut war und Sie lieber in der Natur abschalten wollen, dann sollten Sie unbedingt nach Weinheim kommen zur Sechsmühlental-Wanderung. Bei der Wanderung geht's durch eine Zeitreise der Weinheimer Geschichte. Sie erfahren alles über das Mittelalter bis hin zur modernen Wasserkrafttechnologie. 3 Stunden dauert die Wanderung. Franz Piewer kennt die Geschichte von Weinheim und hat außerdem einige Anekdoten über die Mühlen zu erzählen. Warum sollte der Zuschauer zu Ihrer Wanderung kommen? Erstens, er sieht viel von der Natur. Er sieht auch die Mühlen vom Wald aus, wie sie noch im Dornröschenschlaf liegen, wie so verwunschene kleine Häuschen zum Teil. Und vor allem, es ist die Frühzeit interessant für ihn. Was war früher, dass hier sehr interessante Menschen hier die Mühlen geführt haben. Also Wanderschuhe einpacken und auf geht's. Sich einmal zu fühlen wie ein richtiger Feuerwehrmann, das können Sie am Sonntag beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr. Stefan Seitz ist schon seit Kindestagen bei der Freiwilligen Feuerwehr und verrät jetzt schon mal, was Sie für ein Programm am Sonntag erwartet. Zum Tag der offenen Tür in der Feuerwehr gehört natürlich eine Fahrzeugausstellung. Wir werden unsere Fahrzeuge präsentieren und werden sie erklären. Wir werden eine Drehleiter da haben, wir werden Rundfahrten anbieten. Highlights für die Kids sind das Nebelzelt, das mit Disco-Nebel verraucht wird. Mit Armschutzgeräten ausgerüstet geht's auf die Suche nach versteckten Überraschungen. Zusätzlich gibt es ein Brandhaus, das mit einem Feuerwehrschlauch gelöscht werden kann. Und wer jetzt was verpasst hat, hier sind die Veranstaltungstipps nochmal im Überblick. Rennsportfans können am Freitag auf dem Hockenheimring ab 9 Uhr das ganze Wochenende historische Rennfahrzeuge in voller Fahrt und auch aus nächster Nähe erleben. Der Eintritt kostet für das ganze Wochenende 45 Euro, ein Tagesticket 30 Euro. Über Stock und Stein geht's am Samstag um 14 Uhr auf der Sechsmühlental-Wanderung in Weinheim. 3 Stunden Wanderung kostet 8 Euro für Erwachsene und für Schulkinder 4 Euro. Kleinkinder können kostenlos teilnehmen. Anmelden können Sie sich vor der Wanderung bei der Touristeninformation Weinheim. Den Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr in Seckenheim können Sie von 11 bis 17 Uhr erleben. Das Gute, der Eintritt ist frei.